Hallo an die Geräte zu Hause. Es ist Dienstagabend, der 22. Jänner und wir haben rund 20 Uhr. Das ganze Zeit lang her, dass man wieder den TecDAX angeschaut habe und der liegt jetzt vor euch. Und zwar eine Kerze, ein Tag. Wir haben hier die 200-Tage-Linie, 10, 20 und das ist der Downtrend, den wir hatten vom 3.9. letzten Jahres. Wenn man sich nur mal den hinteren Teil hier anschaut, ist das kurzfristig klarer Aufwärtstrend. Hoch, tiefer, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Was mir jetzt hier nicht gefällt, sind mehrere Sachen. Das eine ist, ich dachte, dass dieser Impuls vom Freitag, das ist der hier, dass der sich nochmal weiter fortsetzt. Das habe ich beim DAX auch gedacht. Aber dass der derart auf die Bremse tritt, hätte ich nicht vermutet. Die Gleitenden Durchschnitte sind okay, nach oben gerichtet, das ist positiv. Das untere Band, der Bewegung entgegengesetzte Band, bricht markant ein. Oder vielmehr reduziert jetzt wieder die Bandbreite. Das ist für mich eher erstmal negativ. Da muss ich erwarten, entweder seitwärts oder leicht korrektiv. Das MACD hat mit dem heutigen Tag und dieser, tja, es ist ein Doji, von der Figur her ist es ein Doji, aber der ist falsch platziert, der müsste weiter hier oben sein. Ja, dann wäre es ein richtiger Doji. Aber das fällt schon wieder runter. Die Stochastik gilt immer noch als überkauft oder wieder als überkauft, allerdings noch ohne Verkaufssignal. Sollte die jetzt allerdings hier runterkippen, ja, wenn der Markt ein bisschen nachgibt, vielleicht auf die 10-Tage-Linie, dann entsteht hier auch eine sogenannte negative Divergenz. Das heißt, obwohl der Markt höher ist, ist die Technik nicht mehr mitgekommen. Mir fällt aber auch Folgendes auf. Und zwar sind wir mit dieser Bewegung, die wir hatten von Ende letzten Jahres, gerade mal auf das 38,2er gelaufen. Deswegen, ich hatte eigentlich wirklich die Hoffnung, dass dieser Impuls weiterkommt, dass wir uns wenigstens mit dem 50er und diesem Zwischenhoch beschäftigen. Tun wir aber momentan nicht. Der bremst ganz erheblich vorher ab. Also das ist definitiv ein Widerstand, der verbindet sich mit dem oberen Band. Und dann haben wir hier auch noch dieses Gap. Ich sage Ihnen genau, wo das Gap liegt. Das war an diesem Tag bei 2618,80. Also das ist schon so ein Bereich hier, der ist offensichtlich nicht so leicht zu nehmen. Nicht mit diesem Anlauf hier von rund 2322 hoch bis zu 2600. Also das scheint schwierig zu werden. Ich hoffe nicht, dass dem Freund die Puste ausgeht, aber im Moment, auch wenn dieser Trend hier gebrochen ist, sieht es so aus, als ob er zumindest mal diese Impulse nicht mehr übernimmt. Nicht so schön. Hier drunter darf er nicht. Das hier ist der Punkt von 2474. Also da sollte er tunlichst nicht drunter gehen, weil dann würde er zwar wieder auf diesem Trend aufsetzen, aber die 20-Tage-Linie unterbieten. Schauen wir mal hier nach Scheinen. So. Wenn wir dieses 38,2er überbieten und uns wirklich auch das obere Band noch schnappen, was ich momentan nicht glaube, kann ich relativ eng gehen mit einem K.O.-Schein und dann kann ich sowas hier machen. Das ist die 2454,98. Ist wahrscheinlich morgen 2455. Das ist von Goldman die GA1B8R. Das wäre die Möglichkeit, wem das zu heiß ist. Aber dennoch positiv für den Markt gestimmt ist, muss hier drunter gehen, unter die 2300. Da muss ich den Hebel deutlich reduzieren und lande dann bei sowas hier, 2277. Das ist die GM9RCA. GM9RCA. Aber ich glaube, da muss man sich nicht beeilen, die zu kaufen. Wirklich nicht. Das möchte ich gerne jetzt nochmal ein, zwei Tage sehen, vor allen Dingen, was hier unten mit dem Freund passiert. Schauen wir uns mal die Puts an. Beim Put bin ich ein bisschen mutiger. Dieses Hoch hier verbindet sich ja mit dem 50er Fibonacci Retracement. Das ist so ganz grob 2683, also auch dieser Punkt hier. Da ein bisschen dahinter. Das heißt ein Put von 2700er Basis. Da kann man ihn suchen. Und 2700er Basis, das wäre sowas hier, 2697. Auch zeitlich unlimitiert die GM8HAD. GM8HAD von Goldman. Da liegen wir ungefähr hier.
Also ein bisschen oberhalb vom 50er Tracement. Das ist ein Hebel von 19. Auch keine kleine Option. Also ich glaube, da sind ein paar spannende Tage vor uns und man muss das Ding richtig im Auge behalten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.